Ich nehme jetzt mal als Beispiel den BX Plate Carrier. Und zwar sagen wir, wir möchten eine Doppelmagazintasche anbringen. Als allererstes schauen wir erstmal, wo möchten wir die Tasche eigentlich dran haben. Und zwar, ich würde es jetzt hier an die Seite machen, damit wir auf der anderen Seite ebenfalls nochmal zwei Magazintaschen anbringen können. Übrigens, die Magazintasche haben hier auch Schlaufen. Das heißt, ihr könnt auf die Magazintasche nochmal eine zweite Tasche dranbringen. So ist auch möglich. So, aber sagen wir mal, wir möchten jetzt diese Magazintasche da anbringen. Wie man es richtig macht, wir schauen erstmal, auf welche Höhe wir es haben möchten. Es ist übrigens empfehlenswert, einmal alle Taschen so anzulegen, wie man sie haben möchte. Erstmal schauen, geht das überhaupt vom Platz her. Wenn ihr dann sicher seid, dann schaut ihr erstmal, auf welcher Höhe, also auf welche Höhe ihr jetzt erst einschlaufen müsst. In dem Fall wäre es hier auf der dritten Ebene von unten. Dann sehen wir hier solche Streifen. Dann nehmen wir die Streifen und fädeln die in diese Schlaufen hier ein. Diese Tasche hat gerade 4 Schlaufen, es gibt auch Taschen mit 2 Schlaufen oder sogar nur einer Schlaufe. Ihr müsst auch gucken, dass ihr alle mitnehmt. Und zieht die erstmal so durch. Bei dem von PRX wurden die quasi einmal durchgezogen, dann festgeschlauft, aber ihr habt schon gesehen, die Tasche ist sehr locker. Und das ist nicht der richtige Weg, wie man Taschen anbringt. So, dann ziehen wir das einmal komplett durch. Und bei dem einen PX Plate Carrier waren jetzt einfach nur so fest. Und ihr seht schon, wenn ich das jetzt hier festmache, das Teil ist locker. Das heißt, wenn ihr, sag ich mal, dann lauft und da ist ein bisschen Reibung drin, kann es dann diese Druckknöpfe hier aufspringen. Und dann wird die Tasche ganz leicht lösen. Bei diesem System seht ihr auch schon, auf der Rückseite sind ebenfalls Schlaufen. Und zwar webt ihr quasi die Tasche in den Plattenträger ein. Das heißt, wir nehmen jetzt einen dieser Streifen, nehmen den und ziehen den durch die erste Schlaufe von der Tasche. So, dann kommt das mit dem zweiten. Und mit dem dritten. Es ist übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr die nicht ganz in die Schlaufen reinbekommt, dass ihr mit dem Finger das ein bisschen weitet. So, dann einmal durchziehen. Und dann kommt das gleiche wieder, indem wir die Schlaufen nehmen. Und dann durch die zweite Schicht hier durchweben. Das geht übrigens, je weiter ihr geht, immer schwerer. Zumindest bei denen, die ich jetzt hier habe. Da besonders hier diese Streifen sehr, 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 sehr hart sind. Das heißt, wenn ihr den Plattenträger erstmal neu kauft, inklusive die Taschen, dann kann es sein, dass ihr vielleicht diese Ebene gar nicht reinbekommt, weil es einfach noch zu steif ist, das Material. Dann überspringt ihr es einfach kurz. Und ich sag mal so, wenn ihr die Taschen mehrmals an und wieder abgemacht habt, dann legt sich das, dann ist das wieder ein bisschen elastischer, dann ist das einfacher. Aber am Anfang nicht wundern, es geht schwer. So, das heißt, guck mal jetzt hier. Ihr seht schon hier gerade, es ist jetzt für mich verdammt schwer, diese eine Schlaufe jetzt hier reinzubekommen. Können wir mal gucken, wenn ich das mal ein bisschen zurückziehe hier. Also ich kann jetzt so einknicken, aber ich werde den nicht hier reinbekommen. Das ist dann immer noch ein bisschen zu steif. Das heißt, ich überspringe diese Schlaufe, sag ich mal. Ich mache jetzt mit den anderen beiden das gleiche weiter. So. Schön durchziehen. Ich bin entschuldigt, dass ich das so ein bisschen schief halte. Aber ich muss das selber irgendwie hier hinbekommen. Das geht immer ein bisschen schwer. Sondern als wenn ich die Schlaufe ein bisschen, ja, mitgenommen wird bei den Streifen, dann hängt das, beziehungsweise bleibt an diesen Druckknöpfen dann hängen. Das ist dann ein bisschen schwieriger. So. Dann müsst ihr quasi noch hier durchschlaufen, wobei ich finde das eigentlich ein bisschen unnötig, weil ihr könnt einfach auch das hier so zu machen. Das heißt, wenn ihr alle durchgeschlauft habt, dann macht ihr die Druckknöpfe zu. Und natürlich, je nachdem wie viele Schlaufen ihr mitgenommen habt, desto stabiler sitzt die Tasche. Also ihr seht jetzt hier, ist auch ein kleines bisschen Spiel, besonders hier in der Mitte, weil ich halt einen übersprungen habe. Aber es hält sich noch in Grenzen und das wird auch so lange halten. So, das ist das System. Können wir mal kurz heiß gucken, wo möchte ich die Tasche haben. Diese Schlaufen hier nehmen, dann da einweben.
erste Schlaufe vom Plattenträger, erste Schlaufe von der Tasche, zweite vom Plattenträger, zweite der Tasche, dann sonst noch durch den dritten durch und die Druckknöpfe schließen und dann ist das fertig. Wenn ihr die Taschen an den Plattenträgern montieren wollt, beziehungsweise reinnehmen wollt, dann nehmt euch dafür wirklich Zeit. Eure Ausrüstung, die kann man nicht mal eben kurz in 10 Minuten zusammenpacken. Das heißt, wenn ihr die mal dran gehabt habt, zieht den Plattenträger mal an, schaut mal, kann nicht gut nachladen, kommt in der Tasche irgendwie gar nicht dran, irgendwie stört irgendwas und wirklich macht da, sag ich mal, dann mehrere Versionen aus. Das heißt dann, okay, zum Beispiel die eine Tasche, die stört mich ein bisschen beim Nachladen, dann guckt mal, wo kann ich die Tasche sonst noch hinbringen, dass ihr wirklich da euch mal ein, zwei Stunden Zeit habt, damit ihr eure Gear vernünftig macht. Es wäre doof, wenn ihr, sag ich mal, auf dem Spielfeld auf einmal merkt, ich kann die Hälfte meiner Tasche nicht wirklich benutzen, weil sie blockiert werden. Das ist dann eher, dann ist die Ausrüstung eher hinderlich statt hilfreich. Deswegen nehmt euch dafür wirklich Zeit und macht eure Ausrüstung da vernünftig.